Seekrauts. Hallo Seekrauts-Freunde, hier sind wir wieder mit der nächsten Flaschenpost auf dem Seekrauts-Kanal, dem Infotainment-Portal rund um World of Warships. Und World of Warships überhäuft uns zurzeit mit Nachrichten rund um unser Spiel hier. Ja, und deswegen gibt es jetzt schon die neuen Nachrichten für die Aussicht auf die nächsten bevorstehenden Updates und für das Event, was jetzt gerade noch schnell gestern Abend angekündigt wurde. Zum Patch 0711 werde ich in diesem Update nur wenig oder gar nichts erzählen. Und das wird in der separaten Flaschenpost passieren, für den Fall, dass ihr darauf wartet. Gut, kommen wir direkt zum Super U-Boot-Event. Findet statt vom 19.11. 18 Uhr bis 22.11. 6 Uhr. Und ihr müsst hier euch einloggen, oben hier auf Teilnehmen drücken und dann seid ihr dabei. Ihr bekommt dann in-game eine Sierra Mike Signalflagge gutgeschrieben. Dann wisst ihr auch, alles klar, das Spiel hattet registriert, ich bin dabei. Es gibt dann zwei Ranglisten, in die ihr euch eintragen müsst sozusagen oder euch eintragen werdet, indem ihr einfach daran teilnehmt. Ne? Einmal die individuelle Rangliste, da geht es darum, dass ihr in erfolgreichen Feindfahrten, also Rasputin versenkt habt, dann eben Sterne auf euer Konto gut schreibt. Wenn ihr 25 bis 34 gut schreibt, gibt es einen Container, 35 bis 49 gibt es nochmal zwei Container, 50 und mehr nochmal zwei und einen Halloween-Container. Also kann man ordentlich was mitnehmen. So, und dann gibt es noch die Möglichkeit in der Teamrangliste. Dazu müsst ihr eure Events mit 5 Sternen vervollständigen und die größte Anzahl an Schiffen versenkt haben. Und wenn ihr das noch als allerschnellstes schafft, dann seid ihr Erster. Ja, also 5 Sterne Gefecht, so viel wie möglich Schiffe versenken. Und wenn ihr dann der Erste seid, der quasi die Karte leer gefegt hat, dann habt ihr 1500 Dublonen verdient. Oder jeder von euch im Team verdient 1500 Dublonen. Ist vielleicht ein ganz netter Anreiz für euch im Clan. Vielleicht wollt ihr dann mal eine 7er Runde starten und einfach mal Gas geben und da die ganzen Schiffe rausnehmen. Wenn ihr guten Schiffe schon freigeschaltet habt, dann ist das sicherlich eine machbare Sache. Und man kann sich gut absprechen im Teamspeak. Ja, zum Beispiel. Oder im Discord. Was auch immer ihr dann benutzt. Wie gesagt, das ist alles möglich. Ausgeschüttet werden die Preise am 25. November um 1 Uhr jetzt grob. Ja, und dazu gibt es natürlich noch, wer noch gar kein U-Boot-Event gefahren ist, eben hier die ganz normalen Belohnungen. Halloween-Tarnung, Premium-Konto, nochmal 300 Dublonen. Also ihr könnt da schon ein bisschen was mitnehmen. Und ja, ich denke, es ist eine ganz coole Aktion. Was auch immer die Motivation dahinter ist. Ich bin hab schon so ein bisschen in mich hineingedacht und hab so gedacht, naja, vielleicht nehmen gar nicht genug Leute an dem U-Boot-Event teil, weil sie dann doch nicht so toll finden. Oder man will hier einfach nochmal so ein bisschen einen Balance-Check machen, was passiert, wenn man Spielern Anreiz gibt. Ja, wie erfinderisch sind sie noch und ist unser Balancing vielleicht doch noch nicht gut genug, weil man damit so ein bisschen die Sache beschleunigen will, den Lerneffekt beschleunigen will für World of Warships oder für Wargaming. Wichtig ist, dass ihr Schrecken aus der Tiefe im hohen Schwierigkeitsgrad spielt, nur da zählt diese ganze Aktion. So, dann kommen wir schon zum nächsten Punkt und der nächste Punkt sind jede Menge Supertest-Informationen und wir fangen direkt an mit diesem T6DD und zwar der Italiener, der erste italienische DD im Spiel, die Leone. Ich persönlich freue mich natürlich unheimlich darauf, ihr wisst, ich liebe Italiener und der DD, der wird auf jeden Fall in meinen Hafen schippern, früher oder später. Also ob man den nur spielen kann oder dann eben kaufen kann, ich bin sehr, sehr gespannt. Was mir hier auffällt ist, Reichweite der Artillerie 12,1 Kilometer ist ganz ordentlich für eine T6-Stufe. Dann haben wir eine Nachladezeit von 8,5 Sekunden auf 120 mm. Das heißt, ihr könnt wieder Schießgrundausbildung damit reinbasteln und habt dann schon mal 10% weniger an Nachladezeit. Wie gesagt, nehmen wir es nicht zu ernst, was hier alles steht. Es ist ja alles noch in Test sozusagen, es kann sich alles noch ändern. Das sind alles nur vorläufige Informationen, wie hier unten auch extra nochmal steht. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie dieser DD dann hier den Weg ins Spiel finden wird und freue mich sehr darauf. Ja, wir gucken mal gerade nochmal, wie hier die Torpedoreichweite ist. 12 Kilometer Torpedoreichweite. Uhaha! 12 Kilometer und ihr geht hier 7,2 auf, zumindest laut Supertest. Dann kann man nochmal 10% runterskillen vom Kapitän. Also dann seid ihr bei 6,5 Kilometer, könnt 12 Kilometer bei Torp mal auf T6. Wow. Na, ich bin mal gespannt, ob dazu kommt. Gut, nächster Punkt.
Dann haben wir ein mögliches paneuropäisches Schlachtschiff hier. Ja, es wurde ja vor einiger Zeit schon mal angekündigt, dass Pan-Europa ins Spiel integriert werden soll, ähnlich der Pan-Asiaten oder der Pan-Amerikaner. Ja, dass hier eben dann auch Nationen den Weg ins Spiel finden, die möglicherweise nur ein oder zwei Schiffe hat, für die der ganze Forschungsbaum nicht reicht. Und so was ist eben hier das kroatische oder österreich-ungarische Schiff, die Viribus Unities, ein T6-Schlachtschiff. Und ja, ehrlich gesagt kann ich da jetzt auch nicht so super viel zu sagen. 10,8 Oberflächenerkennbarkeit ist sicherlich, fühlt sich ganz okay an. Ich glaube, das ist auf der Tierstufe gar nicht so schlecht, weil meistens sind die Schiffe doch weiter entdeckbar. So rein vom Gefühl her, ich habe mich jetzt nicht super intensiv damit auseinandergesetzt. Was hier negativ auffällt, 60 Sekunden Drehzeit für die 180-Grad-Kehre ist so fast so wie bei der Dreadnought, kann man sagen, oder genauso wie bei der Dreadnought. Nachladezeit 32 Sekunden. Das Spiel ist am Anfang halt ein Ticken langsamer. Und man soll sich ja dran gewöhnen, ne? Ja, Schussreichweite haben wir hier mit 14,7 Kilometer angegeben, was ein ganz guter Wert ist, glaube ich, zu wissen. Hier haben wir nochmal ein Foto, ja, drei Läufe fallen hier sofort auf. Man hat hier ein Turm mit drei Rohren pro Turm, vorne zwei, hinten zwei, sieht halt klassisch aus wie so ein Dreadnought von der damaligen Zeit eben, ne? Und hier gucken wir uns den Italiener natürlich auch nochmal an, den habe ich eben gar nicht groß gezeigt, ja. Schön auch die Tarnung wieder so ein bisschen separat, separiert sich so ein bisschen von den ganzen anderen Schiffen. Also von daher, lustige Sache. So, nächstes Schiff, weil wir da noch nicht genug Schiffe hatten. Kommen wir zur Neustrami, so würde ich glaube ich ausgesprochen. T9-Zerstörer der Sowjetunion. Und da fällt mir sofort auf, dass wir hier eine sehr große Torpedoreichweite haben, nämlich mit 10 Kilometer. Und aber nur in der Oberflächenerkennbarkeit von 7,1. Das ist ein T9-Schiff, das heißt, ihr könnt zweimal eure Sichtbarkeit verringern mit dem Tarnungsmodul und eben mit dem Kapitän. Und ihr könnt dann natürlich die Tarnung noch benutzen, das gibt euch dann nochmal 3%, also 23% sind da jetzt drin. Also könnt ihr dann sehr, sehr gut verdeckt torpen. Ihr habt eine Schussreichweite, aktuell zumindest wird es angegeben, mit 12,8. Und ja, ein Turm vorne mit zwei Läufen und ein Turm hinten mit zwei Läufen. Also das sieht eher so aus, als ob das dann ein Torpedowerfer-DD ist. Und was ganz doll auffällt ist, ihr habt 5 Verbrauchsmaterialien. Schadensbegrenzungsteam, Nebelwerfer, defensive Flakfeuer, Reparaturmannschaft und Motorboost. Also das ist, da muss man dann schon multitaskingfähig sein. Und dieses Schiff halt extrem beherrschen. Nicht mit nur alle Verbrauchsmaterialien im richtigen Moment benutzt. 20.000 Trefferpunkte ist ein ganz ordentlicher Wert, ein sehr, sehr guter Wert sogar, für einen T9-DD. Nachladezeit der Geschütze sind übrigens 4 Sekunden, zumindest sind sie angegeben. Auch da haben wir 130 mm, auch da ist es wieder machbar auf 3,6 ohne weiteres runter zu skillen. Gut. Die Neustrami möchten wir euch natürlich auch nochmal groß zeigen. Ich habe so viele Themen, ich will immer so ganz schnell weiter. Sorry Leute. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Geht weiter mit der Azuma. Ein T10-Kreuzer. Ist er einklassifiziert, ist aber eher ein Schlachtkreuzer. 71.000 Strukturpunkte haben wir hier. Wir haben drei Türme, drei Rohre, 310 mm, also ein großes Kaliber à la Kronstadt, à la Alaska, so in die Richtung. 18 Sekunden Nachladezeit, Turmdrehzeit 36 Sekunden, also die Turmdrehzeit ist von guten Schlachtschiffen, kann man sagen. Nachladezeit ist eher so an Kreuz, zwischen Kreuzer und Schlachtschiffen orientiert oder Schlachtkreuzern orientiert. Ja, wir haben eine relativ gute Brandwahrscheinlichkeit, glaube ich, 27%, also ganz angenehm. Auch hier haben wir viermal Verbrauchsmaterialien, Schadensbegrenzungsteam. Hier könnt ihr defensive Flakfeuer, Hydroakustik tauschen, je nachdem, was ihr machen möchtet. Und an Aufklärungsflugzeug und Reparaturmannschaft, ja. Flak wird hier wahrscheinlich auch relativ gut sein, wenn ich mir die Werte so angucke. Und dann schauen wir einfach mal, wie sich das Schiff über den Supertest so entwickelt. Wir werden sicherlich bei Änderungen darüber informiert werden und die findet ihr dann hier bei uns auf der Facebook-Seite oder eben hier in der Flaschenpost bei uns, so wie ihr das eben gewohnt seid. Und jetzt kommen wir zu Balanceänderungen. Balanceänderungen gibt es eine ganze Menge. Wir hatten vor kurzer Zeit schon darüber berichtet, dass der Friedrich der Große gebufft werden soll. Und der Buff sieht jetzt wie folgt aus. Und zwar, wenn die HE-Granaten der 105 mm Sekundärkanonen eine Penetration von 26 mm erhalten, das heißt ein Viertel Pen ist dann drin
Und dann haben wir Nachladezeit, 406 mm Hauptgeschütze werden von 28 auf 26 Sekunden reduziert. Und wir haben eine Nachladezeit bei den 420 mm Geschützen von 32 Sekunden reduziert auf 29 Sekunden. Das heißt, ihr macht mehr DPM, also Damage per Minute. Und das soll den Friedrich wieder ein bisschen konkurrenzfähiger machen auf ihrer Tierstufe und bei den Gegnern. Und da ist jetzt doch so ein kleiner, Hinweis auf das Update, was jetzt die am Donnerstag hier aufgespielt wird. Es wird eine Änderung beim Matchmaker geben und es soll dafür sorgen, dass T8 und T9 Schiffe nicht mehr so häufig mit T10 Schiffen zusammen gematcht werden, weil mehr als genug T10 Schiffe zusammen also vorhanden sind. Und ja, ich finde es eine gute Entwicklung, weil dann der Friedrich vielleicht auch mal wieder eher gegen T9 Schiffe fährt, anstatt ständig gegen Kurfürst, Yamato und Co. Weiter geht's mit der Miyogi. Auch da wird die Nachladezeit reduziert. Es wird die Penetrations- oder Panzerungspenetration erhöht. Das war ja ganz oft, ja, das Schiff hatte sowieso nur 3 Türme, dann hat es eine lange Nachladezeit gehabt. Die Panzerungspenetration wäre jetzt auch nicht so super. Und das alles wird jetzt verändert, damit es so ein bisschen ausgebalanced wird zu anderen T3-Schlachtschiffen. Und oder zu anderen Schlachtschiffen auf ihrer Tierstufe. Ich glaube, das ist T3. Miyogi habe ich jetzt gar nicht so im Kopf. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, es ist T3. Und ja, da in die Richtung soll es auf jeden Fall gehen. Finde ich persönlich ziemlich cool. Genauso wie das mit dem Kongo-Rumpf ist. Die Panzerungspenetration wird auch da nochmal deutlich verbessert von der 356 mm Granate. Oh, und dann geht es weiter mit der Izumo. Die hat ja vor kurzem schon mal einen Buff bekommen mit der Panzerung des Decks. Und jetzt gibt es die, Panzerungspenetration. Und zwar für die AP-Granate und nicht der AP-Schale. Da habe ich es vergessen zu ändern. Da oben habe ich es geändert. Naja, okay. Die 410 mm werden jetzt verbessert. Und zwar die Penetration der Gegnerschiffe über große Distanz wird damit verbessert. Weil was man als Izumo-Fahrer, und da kann ich mich noch leidlich dran erinnern, immer wieder hatte, ist, dass im Nahkampf das einigermaßen gut ging, aber das Schiff für Nahkampf überhaupt nicht ausgelegt war. Und wenn man dann das Schiff für diese Sache benutzt hat, für die eigentlich vorgesehen ist, nämlich Gefecht über größere Entfernung, dann hat man das Problem gehabt, dass die AP-Granate gar nicht mehr stark genug war. Ja, und genau das sollte jetzt eben geändert werden. Ja, hier steht nämlich auch, die ursprünglichen Panzerungspenetrationen der AP-Granate der Izumo verlor über Distanz signifikant. Dies führte dazu, dass sie im Langstreckenkampf gegen Klassengegner nicht sehr effektiv war. Genau das, sie sprechen mir aus dem Herzen. Und das soll jetzt halt auch geändert werden. Ich freue mich drauf, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das dann im Spiel anfühlt. Über den Friedrich habe ich ja auch schon mal in einem Livestream nachgedacht, mir den Friedrich wiederzuholen. Nach den Balanceänderungen werde ich es bestimmt ausprobieren. Ihr könnt dann dabei sein, wenn ihr uns im Livestream ab und zu mal folgt. So, nächstes Thema, wieder Balanceänderung. Und zwar, der Zweig der amerikanischen Schlachtschiffe wird verändert. Und zwar eigentlich pauschal, kann man sagen. Alle T3 bis T9 Schlachtschiffe kriegen einen Buff. Und zwar der A-Rumpf. Da wird die Ruderstellzeit des A-Rumpfes pauschal bei allen Schiffen um 12% reduziert. Außer bei der Colorado, da die, die Ruderstellzeit ist da auch reduziert. Aber die Effizienz der Reparaturmannschaft wird auch auf allen Schiffen verbessert. Außer bei der Colorado, da war die Reparaturmannschaft nämlich schon so. Ja, die Effizienz der Reparaturmannschaft wurde erhöht von 0,5 auf 0,66 Trefferpunkte, die quasi wiederherstellbar sind, sozusagen. Ne? Da haben sie an der Effizienz ein bisschen rumgebastelt, sodass ihr einen Ticken mehr an Trefferpunkten pro Sekunde wiederherstellen könnt. Das finde ich eigentlich eine sehr, sehr gute Idee, weil die Amerikaner haben zwar viele Trefferpunkte gehabt, aber ich persönlich fand sie eigentlich immer verhältnismäßig weich. Sie konnten zwar irgendwie doch recht lange mithalten, aber wenn man getroffen wurde, hat man immer irgendwie das Gefühl gehabt, dass man selbst aus den ungünstigsten Winkeln immer Trefferpunkte abgibt, ja. Also das war so mein subjektives Gefühl, ohne jetzt wissenschaftlich gemessen zu haben. Ich hoffe, dass sich das damit so ein bisschen ausgleichen lässt. Ja, die Nachladezeit der Hauptbatterie wird von 34,3 auf 31 Sekunden reduziert. Ist sicherlich auch ganz angenehm. Ich glaube, New York ist auf T4 unterwegs. Da bin ich nicht mehr ganz so bewandert, weil ich die Schiff schon lange nicht mehr habe. Ja, und weiter geht's hier. Wird noch gesagt, Promo- und Premium-Schiffe sind davon eben nicht betroffen, weil viele Schiffe
eben schon eine besondere Eigenschaft haben. Die Alabama hat eine gut geschützte Zitadelle, die Missouri ist stark mit dem Verbrauchsmaterial Radar, die Texas hat eine der besten Flaks auf ihrer Tierstufe, die Arizona hat eine sehr hohe Genauigkeit, alle so eine Sachen. Ja, also von daher betrifft das rein nur die Forschungsbaumschiffe, so wie ich es eben schon gesagt habe. Wie gesagt, bei der Colorado ist sie die Reparaturmannschaft nicht und die Ruderstellzeit. Also die Reparaturmannschaft wird da nicht verbessert bei der Colorado, ja, weil die schon so eine gute Reparaturmannschaft hat. Ja, da wird nur die Ruderstellzeit verbessert. Bei allen anderen Schiffen wird Ruderstellzeit und Reparaturmannschaft gebufft. So, dann haben wir heute angekündigt für 20.30 Uhr Livestream. Deswegen mache ich jetzt schnell die Flaschenpost für euch, weil ich nachher keine Zeit dafür habe, sondern dann für euch im Livestream da bin. Und dann gab es heute diverse Nachrichten. Und zwar zum World of Warships Premium Account. Hä, Premium Account haben wir doch schon. Was soll der ganze Kram? Ja, ich versuche mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Aktuell gibt es einen Premium Account, und zwar einen sogenannten Wargaming Premium Account. Ihr seht das hier. Ja. Und der steigert eben den Kreditertrag und den Erfahrungsertrag. Ja, er gilt aber für alle Spiele. Das heißt, wenn ihr World of Tanks, World of Warplanes, World of Warships und was da alles noch so gibt von Wargaming spielt, dann habt ihr einen Premium-Account und der bringt euch in allen drei oder vier Spielen, je nachdem wie viel ihr dann spielt, eben Vorteile. World of Warships hat jetzt wohl im Einvernehmen mit Wargaming einen neuen Premium-Account oder neue Premium-Möglichkeiten hinzugefügt, und zwar den World of Warships Premium-Account an sich. Ja, der sorgt dafür, dass ihr in World of Warships nochmal 15% mehr an Bonus bekommt, ja, dafür ist das aber nur in World of Warships gültig und nicht mehr in World of Tanks und World of Warplanes. Ihr könnt euch also quasi festlegen, wenn ihr sowieso nur World of Warships spielt, ist dieser Account, der gleich teuer ist oder gleich viel kostet, wollen wir so ausdrücken, dann vielleicht die richtige Wahl, weil ihr dann noch mehr davon profitiert und möglicherweise in Zukunft noch ganz anderen Ingame-Content als Premium-User bekommt. Das wird hier so ein bisschen angedeutet, dass hier steht, der Spieler würde für Service entwickelt, die Hauptserie wird auf Warship spielen und nichts dagegen haben, in einem Spiel einen erhöhten Bonus zu erhalten, im Austausch gegen einen Mangel in einem Boni in einem anderen Spiel. Deine Präsenz, also dass es eben diesen Account, diese Möglichkeit gibt, wird uns mehr Flexibilität bei der Anpassung von Belohnungen und Entschädigungen im Spiel ermöglichen. Das heißt, möglicherweise könnt ihr da demnächst nochmal ein paar andere Sachen erwarten, wenn ihr Pro-Account-Nutzer seid oder Premium-Account-Nutzer seid. So, und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Okinawa, endlich mal eine Kartenänderung, worauf ich mich auch richtig freue, ist nämlich, dass die Inseln hier einmal jetzt in der Mitte geöffnet sind und jetzt von der Seite, wo bis jetzt dieser A-Cap immer so ein bisschen abgetrennt war und viele Leute in diesen Bereich reingefahren sind, weil der hier einfach zu offen war, jetzt rutschen die Inseln nämlich weiter, oder beziehungsweise die Insel hier ist komplett gelöscht und Hier war auch so eine Insel und die rutscht jetzt hier in B rein, je nachdem wie man möchte. Ob nur die Insel gelöscht wurde oder diese Inselkette, ist eigentlich egal. Es wird so ein bisschen aufgelockert und die Inseln werden ein bisschen verteilt in Okinawa. So dass man in jedem Cap eigentlich zumindest Inseldeckung haben kann, um da zu cappen. Hier wird es interessant bei A. Muss man mal schauen, wie sich das dann da bewerkstelligen lässt, weil da man ja eigentlich gar keinen richtigen Schutz hat, wenn der Gegner von hier kommt, dann kann man sich hier vielleicht in die Ecke stellen, weiß ich nicht genau. Ja, und das hier mit dem Kanal ist sowieso immer eine ganz coole Geschichte, weil dazwischen gibt es ja immer so dann Leute, die da durchfahren wollen oder so, kann man vielleicht reintorpen, keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall richtig gut, dass Okinawa gebufft wird, weil das war doch schon so eine, oder ich nenne es Buff, für mich ist es ein Buff, weil das irgendwie doch so eine anstrengende Karte war, ein Stück weit, sage ich jetzt einfach mal. Klar, jetzt sagen viele, ja, wenn man damit nicht umgehen kann mit der Karte oder so, gehört dazu. Ich mochte sie einfach nicht so und jetzt wird es sicherlich besser werden, hoffe ich zumindest. So, nachdem wir bei der Okinawa-Karte waren, gehen wir dann weiter zu der nächsten Änderung. Die nächste Änderung ist, dass die Werpa-Stufen, die ihr als Anfänger durchschreiten müsst. Ihr fangt ja mit der Werpa-Stufe 1 an und arbeitet euch dann bis 15 hoch. Das ist bis aktuell die höchste Stufe im Spiel. Und ja, das wird jetzt nicht mehr nach der gesammelten Erfahrung bewertet, sondern nach einer gewissen Anzahl an Gefechten, die man absolviert hat. Also, ich kenne jetzt die genauen Abfolgen nicht, aber sagen wir mal so, ihr seid Werpa-Stufe 1, spielt ein Gefecht, kommt auf Werpa-Stufe 2, spielt dann 3 Gefechte als Beispiel, kommt dann Stufe 3, spielt dann 4 Gefechte, kommt dann Stufe 4 und so weiter. Möglicherweise, ne? Sind jetzt nur mal so Ideen. Das nächste, was sich noch verändern wird, und das ist euch sicherlich auch schon häufig aufgefallen, die Visualisierung von den Geschossspuren, also
also diesen Tracern, wie das auch so im Englischen heißt, wenn ihr auf Gegnerschiffe feuert und der Kontrast zum Horizont nicht stark genug ist, werden die Tracer nicht oder die Geschossspuren nicht richtig angezeigt und ihr könnt kaum sehen, wo die Mumpeln eigentlich hinfliegen und das soll jetzt geändert werden und ja, das gehen sie jetzt eben an. Finde ich super, freue ich mich auch drüber. Dann, ach, das habe ich hier schon vorbereitet, genau hier, gibt es das Neujahrs-Event und das ist ziemlich groß und umfangreich. Ja, und zwar wird es eben diesem Neujahrs-Event unter anderem auch Stahl geben, was man sich als Spieler erspielen kann, selbst wenn man nicht in einem Clan ist, an gewerteten Gefechten oder eben Clan-Gefechten teilnehmen kann, weil man eben nicht so regelmäßig spielt und damit auch für viele Clan-Leiter eben uninteressant ist möglicherweise und ja, nicht jeder spielt dieses Spiel so akribisch wie manch anderer und von daher hat sich Wargaming gedacht, wir bauen das einfach mal als Möglichkeit ein. Es wird aber eine Ausnahme bleiben, es soll jetzt nicht regelmäßig so ein Event geben, das ein oder andere Mal schon, aber nicht so jetzt eine dauerhafte große Geschichte. Ja, es werden 4 Events sein, im Namen seiner Hoheit wird es geben, das ist dann mit diesen Direktiven, ja, die wir jetzt schon kennen, das wird dann halt weihnachtlich angehaucht werden und als Bonus am Ende der ganzen Geschichte, wenn man da durchkommt, kriegt man die Prinzeitel Friedrich und natürlich ein bisschen Stahl in den Weihnachtscontainern, man kann hier Tarnung, Signale, Weihnachtscontainer und Stahl mitnehmen und dann, also wie gesagt, als Hauptpreis den Prinzeitel Friedrich. Wir hatten darüber schon vor ein paar Tagen berichtet, dass Prinzeitel definitiv ein Weihnachtsschiff werden wird. So, dann geht's natürlich weiter. Schneeflocken. Man kann dann hier sich so einen Neujahresbonus erfahren. Auch dafür gibt es dann Stahl. Und die haben es hier so genannt, dass man die Schneeflocke, sozusagen den Schnee vom Schiff pustet. Ja, und man müsste dann mit jedem Schiff zwischen Tierstufe 2 und 10 fahren. Jedes Schiff ist einmal benutzbar und man bekommt dafür jedes Mal einen Bonus, wenn man ein Schiff das erste Mal fährt in diesem Update 0712 und dann kriegt man eben seinen Bonus hier. Auch da ist dann wieder einiges möglich. Dafür erhältst du Ressourcen wie Kohle, Stahl. Und je höher die Stufe des Schiffes, desto mehr Ressourcen erhält man. Ja, das heißt, umso mehr Schiffe du im Hafen hast, desto mehr Ressourcen kannst du dir erarbeiten. So, dann gibt es eine Kampagne. Und zwar Mächtiger Prinz nennt sich diese Kampagne. Das ist dann wieder etwas, wo man sich so durcharbeiten kann, dass, wo man auch da schon Kapitäne machen konnte und so weiter. Also ist schon ein bisschen was, was sie jetzt hier wieder einführen. Und ja, mit dieser ganzen Geschichte muss man, benötigt man den Prinz Eidel Friedrich, um daran teilzunehmen. So verstehe ich das zumindest hier. Dies ist eine temporäre thematische Kampagne, die es ihnen ermöglicht, Neujahrscontainer für die Kollektion Beautiful Era, also eine wundervolle Zeit, zu verdienen und Techtri Schiffe der Stufe 6 zu erhalten. Um an dieser Kampagne teilzunehmen, benötigen sie das Schlachtschiff Prinz Eitel Friedrich, dessen permanente Tarnung die wichtigste Belohnung sein wird. Das heißt, ihr könnt hier nur mit dem Prinz Eitel Friedrich teilnehmen und als Belohnung, wenn ihr da mit dem dran teilnehmt, bekommt ihr am Ende eine permanente Tarnung für den Dampfer. Heißt also, möglicherweise überlappen sich diese ganzen Geschichten wieder so, dass ihr ja, vielleicht auch ein Stück weit einen Anreiz bekommen sollt, den Prinz Eitel Friedrich zu kaufen, weil ich wette mit euch, der wird dann auch wieder im Premium Store verfügbar sein. Ja, und dann müsste man halt sehen, ob man das eben macht oder ob man das eben nicht macht. Das ist dann eben eure Entscheidung. Außerdem wird es eine Stahlgigantenkampagne geben. Da ist auch irgendwie was mit Kauf im Premium Store. Genaue Sachen kann man sich jetzt hier gar nicht so rauslesen. Es wird im Premium Store, im Premium Shop zum Kauf angeboten. Die Kampagne widmet sich dem Bau der Schiffen Anfang des 20. Jahrhunderts und so weiter. Ja, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht genau, wie das dann nachher ins Spiel integriert werden soll. Müssen wir mal gucken, ja, ob man da einfach nur Geld ausgibt, dann hat man irgendwie so eine Kampagne freigeschaltet, weiß ich nicht genau, werden wir dann eben sehen. Es kann durchaus sein, dass eben so eine Art Versorgungslinie ist, Versorgungslinien-Event, weiß ich nicht, da steht hier nichts weiter, ja. Wie gesagt, es soll was Besonderes bleiben, nicht, dass jetzt jedes Mal Stahl auch verschenkt wird, das haben sie ja extra nochmal erwähnt. Gut, und dann kommen wir hier zur neuen Kollektion, nämlich die Kollektion für die wunderschöne Zeit, die man eben mit den Weihnachtscontainern ja, startet und dann findet man in den Weihnachtscontainern eben auch die Gegenstände dazu und daneben bei gibt es natürlich Gegenstände dann auch zu finden in den Standardcontainern, den täglichen Containern und so weiter. Ja, haben hier schon mal ein Bild für einen so einen Weihnachtscontainer und hier ist ein Bild aus der Sammlung an sich. Ja, und dann
haben wir hier schon eigentlich alles durchgefrühstückt. Ist jetzt doch wieder eine super lange Flaschenpost geworden. Wenn ich mir jetzt überlege, dass wenn ich hier das Update 0711 auch noch mit reingenommen hätte, dann hätten wir jetzt hier eine Stunde erzählt wahrscheinlich. So sind es jetzt immer noch 24 Minuten. Also, wie gesagt, Leute, wenn ihr da Details wissen wollt, die ich jetzt vielleicht ein bisschen übersprungen habe, auch um die Zeit ein bisschen zu raffen, dann lest euch nochmal die Artikel durch, stellt auch gerne die Fragen im Livestream dazu oder hier unter den Artikeln. Wir werden alles beantworten, so gut wir eben können. Und dann sehen wir uns im Livestream nachher oder in der nächsten Flaschenpost oder in den nächsten Videos hier auf unserem Kanal. Ich danke für eure Zeit und wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht das Abonnieren unserer Facebook-Seite bzw. des YouTube-Kanals und die Glocke natürlich drücken, damit ihr weitere Videos bei uns hier auf dem Kanal nicht verpasst. Haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Seekrotz-Team, euer Marara. Ciao, ciao. Seekrotz.